Ich sage nochmal allen Hallo, die vielleicht noch dazugekommen sind und mitmachen wollen. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach einzusteigen bei unserer Yoga-Session für Schwangere. Und ich bin ganz froh, mit euch das zusammen machen zu können und freue mich dann auch auf euer Feedback. Ich würde gerne eine Atemübung hier noch machen. Ihr könnt entweder die Hände vor dem Herzen gefaltet lassen. Ihr könnt sie aber auch auf euren Bauch legen, ja, wo ihr dann vielleicht auch in Kontakt zu eurem Kind mehr spürt. Und ganz wichtig ist, dass ihr für euch herausfindet, wie ihr euren Atem regulieren könnt. Also eine gute Übung ist auch, wenn ihr eben nicht den Lift nehmt, sondern die Treppen steigt, dass ihr versucht, auch wenn ihr ein bisschen außer Atem kommt, den lange auszuatmen, um eurem Körper zu signalisieren, alles ist gut, weil das ist der Parasympathikus, der sich dann auch unter der Geburt, ja, mit einschaltet. Und deswegen übt das, dass ihr versucht, durch die Nase gut einzuatmen und durch den Mund lange auszuatmen. Und wenn der Körper merkt, ja, dass ihr nicht in eine Eile kommt, also, ja, dann bedeutet das für den Körper, oh, irgendwas ist gerade anstrengend oder vielleicht eine Gefahr. Und wenn ihr ihm signalisiert, ihr atmet ein durch die Nase und lange aus durch den Mund, dann weiß der Körper, er kann das gut schaffen und euer Kind wird auch einfach gut mit Sauerstoff versorgt, auch unter der Geburt. Ne? Also legt einmal gerne noch eure Hände auf den Bauch und probiert doch nochmal aus, ob ihr spürt, wenn ihr einatmet, wo ihr wahrnehmt, wo die Bewegung des Atems ist. Ist es mehr in den Rippen zu spüren oder vielleicht auch am Bauch? Und so könnt ihr auch kurz mal innehalten und euch eine kleine Pause suchen. Also wenn der Tag hektisch ist oder ihr auch das Gefühl habt, ihr habt eine Wartezeit, die ihr überbrücken müsst, dann seid so mal ganz achtsam in dem Moment und konzentriert euch auf die Atmung. Und das Atmen unter der Geburt fällt euch sicherlich so viel leichter, ja, wenn ihr ganz bestimmt und konzentriert auch diese Atmung durch die Nase ein. Und lange durch den Mund aus. Und dann merkt der Körper auch, dass er zur Ruhe kommt. Dann gehen wir am besten einmal kurz von den Sitzkissen runter, um unser Becken noch ein bisschen aufzuwecken. Also schaut, dass ihr auf der Matte oder auf dem Boden zu sitzen kommt, ohne Sitzkissen. Und es gibt zwei schöne Übungen. Das ist einmal der Kamelritt. Da geht man einatmend vor und ausatmend zurück. Das heißt, ihr geht vorne Richtung Schambein und nach hinten Richtung Steißbein. Und ihr könnt einatmend nach vorne kommen und ausatmend euch zurücklehnen. Das können ganz kleine Bewegungen sein, eher mit dem Brustbein. Oder ihr könnt wirklich das Becken richtig schön bewegen. Könnt euch an den Knien festhalten, könnt Platz machen für euren Bauch und macht das ruhig noch ein, zwei Mal. Ein- und ausatmen und noch einmal ein- und aus. Und dann kommt einatmend nochmal in die Mitte, bleibt jetzt noch von der Haltung hier und dann geht ihr in eine kreisende Bewegung über. Gerne erstmal ein bisschen kleiner mit eurem Oberkörper. Und dann nehmt ihr das Becken auch dazu. Und auch hier könnt ihr die Atmung wieder dazu nehmen. Ihr atmet ein, wenn ihr vorne seid und aus, wenn ihr euch hinten rund macht. Einatmen und ausatmen. Schaut, wie groß oder klein ihr eure Kreise machen wollt in eurem Tempo. Ganz bewusst schauen. Und ändert dann auch die Richtung. Geht in die andere Richtung. Und das sind die sogenannten Sufi-Kreise. Schöne Bewegungen fürs Becken, um das Becken ein bisschen aufzuwecken. Und dann werdet weniger von den großen Bewegungen. Lasst euren Oberkörper langsam zur Ruhe kommen und kreist mal nur das Becken. Spürt nochmal die Sitzbeinhöcker, nach hinten das Steißbein, nach vorne die Öffnung zum Schambogen hin. Und kommt in der Mitte zum Stehen, richtet euch auf und spannt ruhig mal mit der Einatmung den Beckenboden an. Stellt euch vor, ihr wollt unten alles verschließen und dicht machen. Und mit der Ausatmung lasst ihr euch ganz langsam wieder hinter die Sitzbeinhöcker sinken, Kinn Richtung Brust und der Beckenboden entspannt sich. Dann
dann kommt einatmend in die Mitte. Wechselt diesmal die Beine. Ich hatte jetzt gerade den rechten Fuß vorne. Ich tippel einmal rum und in den linken Fuß nach vorne. Und dann machen wir das Gleiche hier auch. Ihr werdet merken, vielleicht fühlt sich das auf der anderen Seite auch anders an. Also seid hier auch wieder achtsam. Erst den Kamel mit einatmen vor und ausatmen zurück. Richtig schön sich rund machen. Ich drehe mich nochmal zur Seite, dann seht ihr mich. Einatmen vor und ausatmen zurück. Auch hier ein paar Mal richtig schön in eurem Atemrhythmus. Und auch das ist eine schöne, aufweckende Bewegung für den hinteren Rücken, für euer Kreuzbein und Übergang zum Becken. Dann lasst auch hier wieder die Bewegung langsamer werden. Ich drehe mich mal wieder nach vorne zu euch und wir machen auch hier nochmal die Sufi-Kreise. Also beginnt mit einer kleinen Bewegung aus dem Becken und lasst dann einfach diese Bewegung größer werden. Und gerne auch hier wieder einatmen vor. Und ausatmen zurück. Und schaut, wie sich das jetzt hier anfühlt mit dem anderen Bein vorne. Wechselt auch hier die Richtung und schaut, wie sich das für euch anfühlt und für euer Kind. Und auch das ist eine schöne Bewegung, um einfach die Durchblutung anzuregen, auch unseren Stoffwechsel anzuregen. Und dann lasst auch hier die Bewegungen kleiner werden. Und kommt langsam wieder in der Mitte zum Stehen. Und dann lasst euch mal Zeit, ganz langsam eure Beine zu strecken, sie nach vorne auszustrecken, die Beine ein bisschen hin und her zu wackeln, eure Füße zu bewegen. Bewegt ruhig eure Hände mit und ich sage auch nochmal Hallo an alle da draußen. Freut mich, dass ihr dabei seid und mit mir Yoga macht. Ich mache heute für United with New Parents eine Yoga-Live-Session für Schwangere und ihr macht ja super mit und freue mich sehr, dass ich dann vielleicht auch noch ein bisschen Feedback von euch kriege oder auch noch Fragen gestellt bekomme. Also schaut, dass ihr ganz viel auf eure Hände und auf eure Füße achtet. Die müssen jetzt, wenn es warm wird, ziemlich viel mitmachen. Also macht immer wieder kreisende Bewegungen und bewegt eure Zehen auf und ab und geht auf Zehenspitzen und rollt zurück auf die Fersen. Das ist wichtig, um eure Venen in Aktion zu bringen, damit auch Wasser abtransportiert werden kann. Ja? Und jetzt immer mal einen Eimer kaltes Wasser und die Füße reinstellen, das tut immer sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt von hier langsam über die Seite in den Vierfüßler. Und zwar ist der Vierfüßler eine sehr gute Position, auch unter der Geburt. Ja, also gewöhnt euch gerne an diese Haltung. Ihr schaut jetzt für die Übungen im Yoga, dass eure Hände unter den Schultern platziert sind. Und weil wir zu lange gesessen sind, schiebt doch erstmal das Bein ein bisschen nach hinten weg. Nippt sanft nach hinten. Wechselt die Seite. Schiebt den rechten Fußball nach hinten und schiebt die rechte Ferse ein klein wenig weg. Schaut, dass ihr jetzt die Knie richtig schön weit öffnet, dass dann auch Platz für den Becken ist und bewegt euer Becken erstmal richtig schön hin und her. Lasst das Becken kreisen in alle Richtungen, das was sich gerade gut anfühlt. Und lasst den Bauch mal richtig schön sinken. Schaut, dass der jetzt einfach entspannt ist, dass der untere Rücken sich entspannen kann. Platziert eure Hände unter den Schultern, öffnet alle 10 Finger schön weit und dann spürt mal rein, was passiert, wenn ihr jetzt die Arme ganz leicht beugt und vor euch auf die Matte schaut und dann mit der Einatmung das Brustbein hebt und euch hier ganz lang macht. Und mit der Ausatmung lasst ihr euch Zeit, den Rücken rund werden zu lassen und den Kopf baumeln zu lassen. Die Pobacken sind entspannt. Atmet ein. Schiebt das Brustbein vor und die Schultern weg von den Ohren und ausatmend macht ihr euch wieder ganz rund. Ganz viel Platz zwischen den Schulterblättern. Und das im Wechsel. Einatmen. Das ist die Position der Kuh. Und ausatmen. Die Position der Katze. Einfach ein paar Mal im Wechsel. Und zwar so, wie sich das für euch gut anfühlt.
hören. Wenn ihr nochmal einatmet in der Kuh seid, könnt ihr euch gerne mal die Zehenspitzen aufstellen und hier nochmal reinspüren, ob ihr hier Kraft und das Gefühl habt, wirklich auch gut atmen zu können. Mit der Ausatmung legt ihr die Fußrücken wieder ab und lasst euch mal Zeit, langsam den Po nach hinten Richtung Fersen zu schieben, die Unterarme abzulegen und entweder legt ihr den Kopf in die Hände, ne, oder ihr lasst den Kopf so tief sinken, dass er auf der Matte zu liegen kommt. Wem das unangenehm ist zwischen Po und Fersen, dann könnt ihr euch auch immer ein Kissen drunter legen oder ein Stillkissen. Das geht auch gut unter der Geburt. Ja, da habt ihr lauter Kissen und Stillkissen zur Hand. Und dann ist es eine sehr entspannte Position, um den Bauch sinken zu lassen und den unteren Rücken zu entspannen. Atmet hier 2, 3 tiefe Atemzüge. Richtig schön durch die Nase ein und durch den Mund aus. Entspannt den Bauch, entspannt den Rücken, entspannt den Beckenboden. Nochmal tief ein und ausatmen. Mit der Einatmung lasst ihr die Unterarme liegen und schaut vor euch zwischen die Daumen auf die Matte. Das ist die Sphinx. Atmet aus, kommt langsam ganz rund nach oben in die Position der Katze. Atmet ein, taucht durch in die Position der Kuh. Und mit der Ausatmung schiebt ihr euch wieder zurück auf, mit Po auf die Fersen, lasst den Kopf sinken. Hier einmal zwischenatmen, ein und aus. Und wir machen die Bewegung nochmal. Einatmen, Blick heben nach vorne, die Sphinx, nehmt die Schultern weg von den Ohren. Atmet aus, werdet ganz rund wie eine Katze. Atmet ein, taucht hier nochmal durch in die Position der Kuh. Und ausatmen, schiebt ihr euch wieder zurück mit Po auf die Fersen, Kopf entspannt. Und noch einmal einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Nochmal Po auf die Fersen, Kopf entspannt. Jetzt nehmen wir nach der nächsten Kuh mal den herabschauenden Hund dazu. Wer den schon kennt, der ist da vielleicht etwas geübter. Wer das zum ersten Mal macht, schaut vielleicht erst einmal zu. Der herabschauende Hund ist eine sehr schöne Möglichkeit, das Becken zu entlasten und vor allem auch das Gefühl zu haben, ja, in eine Umkehrhaltung zu kommen. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten der Umkehrhaltung im Yoga. Also spürt mal in diese Position rein. Es ist eine schöne Streckung und Dehnung vom Rücken und eben gleichzeitig eine Entlastung vom Beckenboden. Hierfür starten wir nochmal aus der Position der Kuh und ihr lasst dann ganz langsam das Po Richtung Fersen sinken. Setzt eure Hände vielleicht noch mal ein Stück weit nach vorne, dass eure Arme richtig schön lang sind. Der Kopf ist entspannt und dann gehen die Knie weg von der Matte. Und lasst euch jetzt hier Zeit, eure Sitzbeinhöcker hoch und höher wandern zu lassen. Bleibt ruhig mit den Fersen oben in der Luft und bewegt die Beine ein bisschen hin und her. Atmet hier gleichmäßig ein und aus und spürt mal in die Länge rein und auch vielleicht das Gefühl, eben beweglich im Becken zu sein. Wem das zu viel wird, beendet die Übung, geht mit den Knien nach unten. Ansonsten bleibt noch 1, 2 Atemzüge hier, macht euch richtig schön lang, schiebt die Sitzbeinhöcker hoch zur Decke. Und dann kommt ihr langsam mit den Knien auf den Boden an, hebt den Blick, seid in der Kuh, atmet aus und lasst nochmal den Po Richtung Fersen sinken. Entspannt eure Handgelenke, kreist sie ein bisschen aneinander, öffnet die Finger, schüttelt sie ein klein wenig aus. Okay, dann gehen wir nochmal in die Sphinx. Heben einatmet den Kopf und kommen nochmal mit runden Rücken nach oben in die Position der Katze und bleiben einatmend im Vierfüßler. Jetzt würde ich euch gerne noch eine Möglichkeit der Vorbereitung fürs Becken und auch eine leichte Dehnübung zeigen. Aus dem Vierfüßler kann man versuchen, einen Fuß nach vorne zu bewegen und zwar neben den rechte Hand zu bringen. Wer merkt, es ist schwierig und er braucht Klötze oder irgendwas, wo er sich drauf abstützen kann, der nimmt sich gerne Klötze zur Hand, platziert die hier vorne, drehe mich auch gerade mal so, dann sieht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Ne?
dass ihr in einer Linie seid. Und hier kann man dann anfangen, eine kleine Vor- und Zurückbewegung zu machen. Also ihr geht zurück, streckt das Bein, zieht vielleicht sogar die Zehenspitzen zu euch und dann nach vorne hin lasst ihr euch hier ein bisschen tiefer sinken. Kommt zurück, atmet ein und atmet aus. Lasst euch nach vorne sinken. Nehmt auch hier die Schultern weg von den Ohren, hebt das Brustbein und macht Platz. Einatmen und wenn ihr merkt, ihr müsst nach oben kommen, na, dann kommt ihr nach oben, dehnt die Zehen vielleicht ein bisschen in die Richtung. Atmet aus und dehnt hier nochmal. Wem das zu viel Dehnung ist, kann auch einfach hier bleiben und kreisende Bewegungen machen. Ja, der geht einfach hier mit dem Oberarm am Schienbein in kreisenden Bewegungen ein paar Mal vor und zurück und spürt einfach in diese Bewegung vom Becken rein. Dann wechselt die Seite, nehmt das Bein nach hinten, streckt die Beine ruhig zwischendrin nochmal aus und dann kommt der linke Fuß nach vorne. Schaut, dass ihr ihn wieder gleich platziert und vielleicht beginnen wir erstmal mit dieser kreisenden Bewegung. Schaut, dass ihr hier wieder nur so große oder kleine Kreise macht, wie sie für euch gut sind. Und wenn ihr merkt, die Bewegung ist gut, dann geht ihr über in ein Vor- und Zurück. Und auch hier kann man sanft die Zehen dehnen, das Bein strecken und ausatmend nach unten sinken. Einatmen, zurück und ausatmen, lange ausatmen. Macht das noch ein paar Mal ein und lange außen. Auch hier kann man gutes Oh üben, um sich zu hören und zu spüren, ob man dann vielleicht auch ein bisschen länger ausatmen kann. Dann nehmt auch hier nochmal den linken Fuß zurück, öffnet die Knie nochmal weit und schiebt euch nochmal mit Po auf die Fersen und man kann sich wunderbar mit den Klötzen oder mit dem Kissen wie so ein Bänkchen bauen, den Kopf mal drauf ablegen und hier ein paar Atemzüge bleiben.